ganz blass. So, wir werden jetzt die Quest machen. Rückkehr in den Buckelsumpf. Mal gucken, was uns dort erwartet. Ich werde mal eben hier nach dem guten Mann gehen. Anzünden. Ne, anzünden wollen wir den nicht. Ich will ihm mal eben... Wie kann ich helfen? Was hast du im Angebot? So, erstmal gucken, was können wir denn? Das können wir vertickern. Das können wir vertickern. Auch minus 1, minus 2. Das können wir vertickern und das auch. So. Hier war jetzt auch, glaube ich, nichts, was wir noch irgendwie brauchen könnten. 11, 49, 18, 2, 5. Plus 2. Also teuer ist die auch nicht. Also nehmen wir die mal mit. Handwerk reparieren. 80%. Jupp. 91, 9. Oh, das ist hier auf jeden Fall. 92, 90. Ja, der Rest geht eigentlich noch. Okay. Leb wohl. Leb wohl. Du siehst aber schlimm aus. Habt ihr das gerade auch gelesen? So, kriegst du erstmal eine tolle Hose verpasst hier. Obwohl die ja... Ja, doch. Ich denke, das lassen wir so. Die perfekt, Alter. Bitte nicht das. Nicht schon wieder. Ey, Plötze, da war ich doch eben erst. So. Schneller. Wer? Mein Plötze? Das kann gar nicht sein. Plötze hat keinen Hunger. Reiten wir mal geschwind zu dem Baron und gucken, was wir da machen. Also wir treffen uns mit dem Baron in Niederwir. Und dann wollen wir zu dem Buckelsumpf hexen. Blöden Viecher. Dann seht ihr die jetzt auch nochmal, falls ihr den einen Teil verpasst habt. Also ich hoffe, dass man das dann sieht. Vielleicht werden wir sie auch erledigen, weil sie haben ja Siri, wollten sie ja eigentlich ja quasi fressen. Und auch ausliefern bei dem wie hieß der Gute noch von der wilden Jagd? Im hier oder so? Imrie? Keine Ahnung. Imhild? Brunhilde die Wilde irgendwie so. Ich hab keine Ahnung, Junge, Junge. Schon wieder total vergessen. Aber bis jetzt so die Story und so gefällt mir echt gut, muss ich mal sagen. Na, 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 na. Plötze, reite doch mal dahin, wo ich will. Der Baron tat mir im letzten Teil auch so ein bisschen leid, wo er dann doch die Story erzählt hat, dass seine Frau ihn 3 Jahre hintergangen hat. Aber es rechtfertigt es nicht, eine Frau zu schlagen, finde ich. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. Und du bist der Ex. Ah. Ist eigentlich interessant, was die Leute immer so brabbeln. Ich habe meine Kinder gestern zum Pilze suchen geschickt. Und das hier, wo überall Monster lauern, finde ich schon ganz cool. Hm? Und ich als Hexer darf dann wieder alles suchen, oder wie? Ich glaube, ich werde jetzt hier einfach mal quer durchs Feld reiten. Das ist mir echt ein bisschen zu doof. Langsamer. Was ist das hier? Gar nichts. Ein bewachter Schatz. Wo denn? Ach, da hinten. Oh, ein Bär oder was ist das? Was ist das? Ein großer Bär. Okay. Plötze, guck. Also, damit ihr es wisst, diese Viecher, die so einen roten Balken oben haben, also da könnt ihr mit euren Waffen noch nicht viel ausrichten. Das heißt, ihr könnt draufkloppen, wie ihr wollt. Das dauert ewig, bis so ein Vieh tot wäre. Und vorher seid ihr dann schon gestorben.
Also vermute ich mal. Vielleicht seid ihr auch so gut und könnt das doch ab, aber... Neue Markierung Monsterlager. Ne, da will ich jetzt auch nicht hin. Nö. Drachentötergrotte. Oh. Der Wind heult. Ja, lass ihn doch mal heulen, Mensch. Oh, hier kommen wir gar nicht hoch. Kacke. Aber ich will doch da hoch. Kommen wir hier hoch? Yeah. Oh, oh, Alter. Das war knapp. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Mach mal. Was eine geile Aussicht von hier oben. Hammer. Also wenn ihr mal so diese Aussicht hier genießen wollt, wir schauen mal eben auf der Weltkarte. Das ist in Velen bei der Drachentötergrotte. Also, ja, hier halt. Aber echt, ich, das ist eine geile Aussicht hier oben. So, wo bin ich jetzt her? Was war das? Ein verbesserter Sattel. Der hat 25 Ausdauer. Ja, ich habe aber auch den Sattel beim Rennen gewonnen und der hat 25. Also gleich viel. Hm, dann lohnt sich der Umstieg nicht. Yeah, Geralt der Hüpfer. Aber unten ist aber gut was los. Gut, dass ich nicht in diese Höhle gegangen bin. So, noch 100 Fuß, 100 Meter, wie ihr das auch immer nennen möget. Da unten werden wir uns dann treffen. Was ist hier passiert? Oh. Ein verdammter Rachefeldzug. Ups. Waren das jetzt die Mumien oder das Ding, was wir befreit haben? Hä? Alter Schwede. Hier baumeln die Leute sogar. Alter, wenn man dagegen springt, dann wackeln die voll. Krass. Shit, was ist denn hier passiert, ey? Eine Schönheit? Von wem zum Teufel redest du? Eine gewaltige Stute. Ein Monster von einem Pferd. Alle sind durchgedreht, übereinander hergefallen. Haben alle getötet. Nachbarn, Kinder. Der Geist des Waldes. Ups. Rächt sich an denen, die seinen Niedergang wollten, treibt sie in den Wahnsinn. Geralt, gut, dass du da bist. Ich kann ihr Geträller nicht enträtseln. Ich sollte sie die Peitsche kosten lassen, sie auf Kurs bringen. Herr, das haben sie auch gesagt. Über die Stute, meine ich. Dass sie der dunkle Geist des Waldes ist. Wer hat das behauptet? Hm. Die Hexenjäger. Sie sind hier durchgekommen, wollten zum Dorf im Sumpf. Das Mädchen, das nach seiner Mutter gefragt hat, ist mit ihnen geritten. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Ja, wir probieren's. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchen. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen bei der Quest. Empfohlene Stufe 9. Ja gut, dann passt das ja noch. Das sollte man vielleicht immer vorher machen, ob die Quest denn so passt. Wohin denn jetzt? Was? Sumpf. Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Mumen, Scheiße. Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Ja. Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. 12, 20. Alter. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Mhm. Der Baron ist voll der Jogger, Junge. So. Hm.
Kommt ihr dann auch mal oder was macht ihr? Hä? Stehen sich voll selber im Weg, ey. Trottel. So metzelt der Hexer. Was willst du, Mann? Wir haben doch gar keinen Grund, uns hier herumzutreiben. Diesmal haben wir es geschafft. Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Angst? Aus deinem Mund brüllen Berti. Was? Ich? Angst? Du träumst wohl. Schon gut, Leute. Zeig diesen Monstern, wer hier das Sagen hat. Komm, König Jogger. Nein, Baron, Entschuldigung. Oh. Baron von und zu Joggingkopf, lauf doch mal. Boah, was ist das? Ah, das ist schon so ein komisches Hustvieh. Boah, was geht denn hier ab, ey? Ih. Alter. Was? Splatter. Wo kommen solche Ungetüme her? Das sind Frauen, die zu viel gesoffen haben. Denk also dran, wenn du das nächste Mal eine Frau was trinken lassen willst, trink lieber selbst. Nein, ihr labert doch eine gequälte Scheiße, Jungs. Dumm gehört? Der Hauptmann hat vom Baron eins auf die Mütze gekriegt. Oh, was geht da ab? Yeah, fighten! Bist du hier? Erzähl ich dir später. Aua. Ich zermalme dich. Hexer, hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Hm. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lass ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Was? Hallo? Wir sollten Anna finden, ja. Hört auf zu streiten. Es ist sinnlos. Wir müssen Anna finden. Wahrlich, ich sage euch. Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soho? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha. Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf.
Jetzt wird's spannend. Huch, ihre Frisur ploppt da auf. Auch cool. Nicht. Hier drüben! Ist sie jetzt auch zu einer Sumpfhexe geworden, oder wie? Mutter? Oh ja. Ist sie es wirklich? Nein! Unmöglich! Wir müssen etwas tun! Rosa! Da kommt etwas. Passt auf! Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit! Oh, ich habe Anna umgeschubst. Also die Wasserweiber sind ja interessant, die wehren sich ja gar nicht. Was zum Geier ist das? Ein Unhold. Wow. Alter. Boah, der heilt sich auch noch selber, der Arsch. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Hä, was ist passiert? Letzten Spielstand laden? Hö? Also irgendwas ist jetzt passiert. Ich weiß aber nicht was. Oder war meine Energie jetzt Ende? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Scheiße, verdammt. Was soll man dazu sagen? Hab ich nicht irgendwie so einen Trank für so ein Unhold? War ein Unhold, naja. Was war das? Wölfe vielleicht? Nein, ich wollte hier in da, Inventar. Auch nicht. Quest, Charakter, Meditation, Alchemie, da wollte ich. Oh, Leute, greifen. Wasservibe, Werwolf. Nö, haben wir nicht. Haben wir irgendwas anderes? Weißer Honig. Hybridenöl, Nekrophagenöl, Verfluchtenöl. Nee, haben wir nicht. Ja, dann, probieren wir es halt nochmal. Waren auch keine. Da kommt jetzt eine Sumpfhexe.
Ein Wasserweib. Ach, man sollte auch das Silberschwert wieder nehmen. Hey, jetzt geh doch mal zwischen den Bäumen weg, Mann. Die stehen alle nur blöd da rum, ey. Ich glaube, die wollen gar nicht kämpfen. Boah, Alter. Boah, Alter. Was hat das hier für eine Power? Oh! Da habe ich ja was Tolles angefangen, verdammt. Wie soll ich den jetzt platt machen? Ich hätte vielleicht auch noch ein bisschen warten sollen. Kann ich denn noch irgendwas erhöhen? Ach, ich habe da noch ein paar Dienstpunkte, die ich verteilen kann. Vielleicht kann ich ja da noch irgendwas reißen. Weil das ist ja schon echt hart, das ist Vieh. Ja, ja. Was war das? Wölfe? Charakter. So, 4 Punkte haben wir. So, erhöhen wir das mal. Und was ist das hier? Vernichtende Hiebe. Ja, gut, das mit dem starken Angriff. Aha, das hier. Erhöhen wir das mal noch. So, einen Punkt haben wir noch. Ich würde sagen... Ach, und da vorne können wir auch noch was einsetzen. Okay. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden. Techniken der Bärenschule, ja, Wutkontrolle. Reichweite. Mist. Ja gut, das bringt mir jetzt auch nicht viel hier. Shit. Machen wir das mal noch. Und Tja. Vielleicht klang nicht nach welchen. Waren auch keine. Macht euch bereit. So, komm on. Also die Wasserweiber waren jetzt hier nur nicht so schwer, finde ich. Aua. Thank you.
diese Muskeln, die Sehnen, das Fett. Da ist er, oh, Alter! Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Boah, Alter! Nein, nicht nach vorne, hau ab da! Alter, das Vieh hat aber auch eine Power, ey! Alter! Boah, was steht denn dieser blöde Baron da mitten im Weg? Das Fett! Köstlich! Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen! Geralt, hau ab da, Mann! Du stinkst nach Angst. Das macht dir Geschmack. Nein, hau ab! Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett, yes! Yes! Wir haben es vernichtet! Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Seht sie doch an! Hexer, du musst dich doch mit sowas auskennen! Was ist los mit ihr? Sie hat sich völlig verändert. Die Mumen müssen sie verflucht haben. Kannst du diesen Fluch brechen? Dazu muss ich wissen, welcher es ist. Sie kann hier nicht allein gelebt haben. Vielleicht ist doch jemand hier, der etwas gesehen hat. Vielleicht Hansi. Wer? Ein Junge. Ein Einsiedler. Er lebt im Sumpf. Kam hier von Zeit zu Zeit vorbei. Vielleicht hat er was gesehen. Wir müssen ihn finden. Er mag keine Fremden. Wartet hier. Ich gehe besser allein. Stimmt, Hansi. Aber wir werden jetzt erstmal hier aufräumen. Von dem Unhold können wir bestimmt auch noch was Leckeres kriegen. Was Schönes kriegen. Was Leckeres, jo. Was Schönes kriegen. Monster-Dingster-Bumster-Zeug. War jetzt auch nicht so viel spektakuläres Zeug dabei. Was, Weißhaar? Ich geb dir gleich Weißhaar. So. Ab zu Hansi. Hansi kennt er ja noch, oder? Hansi ist cool. Ach, haut ab. Was ist denn hier bei Hansi los? Boah. Alter! Oh, schmeiß dir wieder mit Dreck, die Uschi. Oh nein, und wieder tot. Ach Leute. Letzten Spielstand laden. Irgendwann werde ich es noch lernen, in diesem Spiel zu kämpfen. Irgendwann, so in 10 Jahren oder so, habe ich das auch mal hintereinander. Ich bin auch gerade überlegen, ich glaube... Ja, wir machen hier doch erst nochmal Ende, weil das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, wie lange das ist, sonst ist das Let's Play wieder zu lange. Wir lassen eben noch laden, so. Rückkehr in den Buckelsumpf, okay. Dann würde ich sagen, wir beenden hier das Let's Play und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann, euer Sterni. Ciao, ciao.